Ich denke, wir können dann anfangen. Also guten Abend und willkommen zu Zusammen Weiterschreiben. Mein Name ist Gudula Weiss-Sussex. Ich bin Professorin für Deutsche Literatur am Institute of Modern Languages Research an der Universität London. Und ich freue mich einfach sehr jetzt auf die nächste Stunde, auf das Gespräch mit unseren Gästen, Annika Reich, Annette Kröschner und Vidad Nabi. Wir sprechen über das Projekt Weiterschreiben und über die Tandem-Kollaboration, die daraus entstanden ist. Bevor wir allerdings jetzt ins Gespräch einsteigen, wollte ich nur ganz kurz zu den Regeln sagen. Ich wäre dankbar, wenn Sie Ihr Video ausgeschaltet lassen. Es macht einfach ein besseres Bild. Und wenn Sie Fragen haben, bitte einfach in den Chat. Wir versuchen, die dann rauszufischen, später, wenn wir dafür Zeit haben. Der Kontext für dieses Gespräch ist der DAAD AMLR-Sprachwettbewerb, den wir jetzt schon seit 7 Jahren jedes Jahr durchgeführt haben. Und der in diesem Jahr unter dem Thema steht: Zusammen across languages and cultures. Ich sage das jetzt nochmal, weil wir mitten in der Phase der Einsendungen sind. Also der Einsendeschluss ist der 6. März. Und alle Lerner, alle Liebhaber der deutschen Sprache sind eingeladen, sich zu beteiligen. Einsendungen jeglicher Form sind willkommen. Und unter den Preisen sind zum Beispiel ein Deutschkurs am Goethe-Institut in London. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, ich mache ganz am Ende der Veranstaltung, schicke ich den Link nochmal auf die Seite. Aber auf der DAAD London Webseite gibt es mehr Informationen. Okay, das Thema, wie gesagt, ist Zusammen across languages and cultures. Und eines der besten Beispiele für diese Zusammenarbeit über Kulturen hinweg, ein bestes Beispiel dafür, wie das in der Realität aussehen kann, ist das Weiterschreibprojekt. Dass Autoren und Autorinnen die Möglichkeit oder die aus Kriegs- und Krisengebieten kommen, die Möglichkeit gibt, weiter zu schreiben, also weiter als Autoren, als Dichter tätig zu sein. Annika Reich wird uns gleich etwas mehr darüber erzählen. Annika ist künstlerische Leiterin von Weiterschreiben. Sie hat das Projekt 2017 mitgegründet. Annika ist aber auch selber Autorin. Sie schreibt in mehreren Genres, Fiktion, Kolumnen, zum Beispiel die Kolumne 10 nach 8 und Zeit Online und anderes mehr. Die anderen beiden Gäste, die wir heute Abend haben, sind Vidad Nabi, geboren in Kobani, Syrien. Ist eine kurdisch-syrische Schriftstellerin, die 2015 nach Deutschland gekommen ist. Aber ich denke, Vidad, ich habe recht, wenn ich sage, es ist wichtig, dass du nicht Flüchtling bist, sondern Dichterin. Ja. Und Vidad lebt jetzt in Berlin, schreibt auf Arabisch. Sie hat 2 Gedichtbände auf Arabisch veröffentlicht. Aber einige ihrer Texte sind auch ins Englische, Französische und Deutsche übersetzt worden. Ein Beispiel zum Beispiel sind die Gedichte in der Anthologie Weg sein, hier sein, die 2016 veröffentlicht wurde. Dann auch Gedichte auf der Webpublikation Lunchticket. Und in Banipal, The Magazine of Modern Arab Literature in the UK. Und unser dritter Gast ist Annette Gröschner, geboren in Magdeburg, die ebenfalls in Berlin lebt, schon seit längerer Zeit, seit 1983. Und Annette ist sowas wie eine Stadtarchivarin, Stadtarchäologin, Bewahrerin von Geschichten und Geschichte in Berlin. Sie schreibt auch in allen denkbaren Genres, Romane, Essays, Kolumnen. Sie macht auch Theaterarbeit und Ausstellungen. Und um nur eine ihrer neueren Veröffentlichungen zu nennen, die Sammlung Berliner Bürgerstuben, Palimpseste und Geschichten ist 2020 rausgekommen.
Annette hat viele Preise und Ehrungen erhalten, darunter den großen Kunstpreis der Berliner Akademie der Künste, den Fontane-Preis 2017. Also danke an alle drei Gäste. Danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns darauf, gemeinsam ein Gespräch zu haben, und wir freuen uns auch darauf, wenn ihr Texte vorstellt. Aber beginnen möchte ich jetzt mit Annika. Annika, ich gebe dir das Wort, dass du uns das Projekt Weiterschreiben ein bisschen näher bringen kannst. Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Weiterschreiben gibt es jetzt seit ziemlich genau 5 Jahren. Im Mai feiern wir einen großen 5. Geburtstag für Weiterschreiben. Begonnen hat das als 100 Frauen, von denen ich eine bin, Annette die andere ist, uns 2015 überlegt haben, wie wir mit der Krise der Flüchtlingspolitik in Deutschland umgehen möchten. Da haben wir einen Verein gegründet, der heißt Wir machen das, der eben einen sehr pragmatischen Zugang gesucht hat, um mit den Anforderungen umzugehen. Und eines der Hauptprojekte, was ich dann 2017 mitgegründet habe, ist eben Weiter. Und am Anfang haben wir uns überlegt, haben auch syrische AutorInnen gefragt, was sie sich am meisten wünschen, was sie für ein Projekt bräuchten, für die eben neu im deutschen Exil gelandet sind. Und die meisten haben eben gesagt, ja, wir wollen einfach nur weiterschreiben. Aber um einfach nur weiterzuschreiben, braucht es nicht nur die Möglichkeit einer Publikation, sondern es muss übersetzt werden, es muss veröffentlicht werden und es muss vor allen Dingen ein Zugang zu den komplett neuen literarischen Netzwerken in dem neuen Land geschaffen werden. Also einmal gibt es diese zeitliche Kontinuität, die erstmal durch so einen Bruch, der eine Flucht darstellt, erstmal nicht mehr da ist. Das wollten wir fortsetzen. Wir wollten also nicht auf diesen Bruch fokussieren, sondern eben auf die Anschlussfähigkeit. AutorInnen fliehen und schreiben danach in Deutschland weiter. Zum Zweiten hat aber dieses Weiterschreiben für uns auch noch eine räumliche Dimension gehabt von Anfang an, nämlich die Erweiterung der Perspektive. Denn diese AutorInnen, die nach Deutschland geflohen sind und zum großen Teil irgendwo in Erstaufnahmezentren saßen, und die Arbeitsämter haben ihnen gesagt, ja, ja, klar, du bist Dichterin, werd mal schön Pflegerin, wir wissen überhaupt nichts über dich. Also, dass diese Perspektiven im deutschen Literaturbetrieb wahrgenommen werden können, als Teil des deutschen Literaturbetriebs und nicht als etwas, was von außen dazukommt, politisch im Sinne von Hannah Arendt zugehörig ist, wer da ist, wer in einem gemeinsamen Handlungsrahmen zusammenkommt. Das war also unsere Grundidee, und seither veröffentlichen wir auf unserem Webportal weiterschreiben.jetzt monatlich 2 Texte, jeweils im Original und in der Übersetzung. Wir haben ein Printmagazin, um auch Menschen zu erreichen mit den Texten, die eben nicht digital affin sind. Wir haben einen Podcast, wir haben eine erste Anthologie veröffentlicht. Im Mai kommt eine Hörbuchanthologie mit 16 Tandems. Die Tandems sind im Herz von Weiterschreiben. Ich glaube, das ist das, was dieses Projekt so ausmacht, dass wir von Anfang an die exilierten AutorInnen mit bekannten deutschsprachigen AutorInnen zusammengebracht haben. Und es sozusagen eine 1:1 Ansprechperson gibt für alle Fragen, die den deutschen Literaturbetrieb anbelangt, aber natürlich weit darüber hinaus. Also auch bei Widat und Annette, wie wir das gleich merken wollen, bleibt es nicht bei dieser literarischen Auseinandersetzung, sondern das ist eine sehr dreidimensionale Beziehung, die entstanden ist und die auch entstehen muss, damit eben dieses Vertrauen aufgebaut werden kann. Und damit diese Verbindungen in den deutschen Literaturbetrieb wirklich tragen. Und Widat Nabi ist eins der leuchtendsten Beispiele, und dieses Tandem ist eins der wunderbarsten Beispiele dafür, dass es funktionieren kann. Widat Nabi hat inzwischen 2 Bücher in deutschen Verlagen veröffentlicht. Also es ist, tritt im ganzen Land auf, wird zu Festivals eingeladen und zu Lesungen. Und
Ja, und wie tragend und wie bereichernd dieses Tandem für beide Seiten ist, das werden wir ja heute Abend zum Glück hören. Ich freue mich schon drauf. Ganz vielen Dank, Annika. Das ist genau das Stichwort, mit dem wir auch gleich weiterarbeiten wollen. Bidart und Annette, wie habt ihr überhaupt zueinander gefunden? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie funktioniert so eine Tandemarbeit? Darf ich? Bitte. Ja. Ja. Hallo, guten Abend. Eigentlich, wir haben uns durch das Projekt Weiterschreiben kennengelernt. Bidart, du bist eingefroren. Annette, übernimmst du vielleicht erstmal kurz? Ja, ich übernehme mal kurz. Ja, wieder, leider bist du jetzt eingefroren und jetzt wäre natürlich schöner, wenn du anfangen würdest. Wir haben uns kennengelernt, weil wir sind quasi zu einem Tandem gemacht worden, ohne dass wir das selber ausgesucht hatten, sondern die Gruppe, die sich damals zusammengefunden hat, überlegt hat, welche Tandems können sie sich vorstellen, die haben geguckt, was die Leute so gemacht haben. Und bei uns war das ja fast wie so ein Wunder, weil wir so ähnliche Themen hatten. Also wir haben uns getroffen 2017 im Sommer. Es war schönes Wetter. Wir waren in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg und wir hatten gar keine gemeinsame Sprache, weil es gab keine Sprache, die wir zusammen hatten. Und wir haben im Prinzip über unsere Texte miteinander kommuniziert, mit den Übersetzungen eigentlich. Aber was wir gleich am ersten Tag festgestellt haben, war, dass das Pflaster vom Prenzlauer Berg das gleiche Pflaster ist, was auch in Aleppo liegt. Und über dieses Pflaster und über diese Stadt haben wir quasi die ersten, die ersten Minuten des Kennenlernens absolviert, ja, indem wir über dieses Pflaster gegangen sind. Und das werde ich auch nicht vergessen. Die gleiche Grundlage, also irgendwie ganz, ganz wörtlich genommen. Finde ich schön. Bidart, du bist wieder da. Ja, hallo. Sorry. Ja, eigentlich kann ich sagen, jedes Mal, wenn ich Annette vorher getroffen habe, ging ich nach Hause und suchte sie auf Deutsch bei Google. Dann übersetze ich alle Artikel, die ich darüber finde. Kann ich sagen, machte ich eine ähnliche Arbeit wie der Stasi-Geheimdienst in der DDR. Ja, aber das war sehr wichtig, um meine Tandem zu verstehen. Und besonders ihre Deutschsprache für mich war sehr kompliziert. Aber ich kann sagen, ja, die Schwierigkeiten lagen vor allem auf deutscher Sprache. Aber die Gemeinsamkeiten waren viele. Annette zum Beispiel wuchs in der DDR auf, einem Land, in dem sie früher Probleme mit der Staatssicherheit bekam. Und ich auch war vor syrischer Oppositionszeitung schreiben. Und auch, ich hatte auch Probleme mit dem Regime. Also ich kann sagen, und das half uns eine ähnliche Wahrnehmung der Rolle der Literatur im Leben haben. Und es hat uns auch geholfen, das Leiden eines jeden Einzelnen von uns ohne viele Erklärungen zu verstehen. Aber ich kann sagen, was mich mit Annette in erster Linie zusammenbringt, ist unsere Suche nach verlorenen Erinnerungen und Orten. Es ist der Suche nach dem, was nicht mehr existiert. Und das ist eine zentrale Fragestellung in unserem Wirken. Und wir hatten gleiche Ansichten über Frauenfreiheiten, Frauenrechte, die Liebe zu Bibliotheken, auch natürlich die Liebe zu Berlin. Dieses Thema, den Erinnerungen nachspüren und Orten in ihrem Wandel nachspüren. Annette, das ist für dich ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Ja, das war so, als ich da wusste, dass ich mit Wieder zusammen das Tandem machen werde oder dass wir uns erstmal kennenlernen, habe ich zuerst Texte von ihr gehabt. Und es gab dort einen wunderbaren Text über ein verschwundenes Haus, also ein Haus, was nicht mehr existierte. Und ich selber schreibe
eigentlich heute nur noch selten Gedichte, aber ich habe, als ich so alt war wie Wieland, sehr viele Gedichte geschrieben und eins dieser Gedichte war über ein verschwundenes Haus im Prenzlauer Berg und dadurch hat sich sozusagen über Generationen, wir sind ja im Prinzip zwei Generationen, also ich könnte auch ihre Mutter sein, gibt es aber sehr viele Verbindungen, die aber gar nicht direkte Verbindungen sind, sondern die immer so über Bande gespielt werden, also sie hat viele ihrer Erinnerungen an diese zerstörten Häuser in Aleppo und ich habe sehr lange über das Kriegsende im Prenzlauer Berg gearbeitet und was natürlich viel eher war und eine ganz andere Geschichte hatte, aber einfach dieser Verlust von zu Hause war etwas, was wir als Thema dann auch hatten, wo wir dann auch also so einen Anknüpfungspunkt hatten. Und von dem Punkt aus haben wir uns dann immer weiter in verschiedene andere Ecken bewegt. Und, aber es bleibt ihm halt vor allen Dingen eine Auseinandersetzung mit Stadt, mit Krieg und mit Literatur und mit Frauen. Ich würde das so die vier Themen nennen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch sagst oder ob du noch sagst, das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Ich habe jetzt die vier erstmal so als Themen, die uns beide so beschäftigen und wo wir auch immer wieder Verbindungen finden, an wo wir dann quasi von denen aus wir wieder weitergehen ein Stück. Und ganz konkret stellt ihr euch eine Aufgabe, wo ihr dann beide zu demselben Thema etwas schreibt oder schreibt eine von euch etwas und die andere antwortet oder ganz, wie funktioniert das? Eigentlich manchmal Annette die Idee zum Beispiel vorschlagen und dann sagen, ja, okay, interessiere mich auch sehr über diese Idee. Und dann wir gehen zusammen zu diesem Ort und über diesen Ort suchen und archivieren und viele sprechen und dann jeder von uns schreibt diesen Text. Aber das passiert spontan und wie kann man sagen, immer an diesem Thema kommt aus unserer Herzen. Prima, da haben wir ein ganz tolles Beispiel. Und das ist jetzt, glaube ich, ein guter Moment, diese Texte vorzustellen. Und zwar geht es, also es ist, denke ich, genauso entstanden, aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass es eben, dass ihr zusammen einen Besuch gemacht habt in Bibliotheken. Und Vidat, erklär du mal, wie ist dieses Projekt entstanden über die Texte über die Bibliotheken? Eigentlich, ich habe gleiche Erfahrung mit Bibliotheken in Aleppo wie die gleiche Erfahrung von Annette. Annette hat Erfahrung mit den Bibliotheken in DDR in Deutschland, in Berlin. Und ich habe auch die gleiche Erfahrung in Aleppo, auch im Krieg. Und sie mag sehr gerne die Bibliotheken, wie ich auch. Und für uns, okay, das ist ein kleiner unserer Geheimnis oder Leidenschaft, Leidenschaft. Also dann, wir haben mit uns über diesem Thema viel geredet und wir haben gesagt, ja, wir mussten zu diesem Bibliothek in Berlin, die Nationalbibliothek in Berlin gegangen und über diesem Thema schreiben. Aber für mich, ich kann sagen, als wir in diese Bibliothek gegangen, gab es eine Mitarbeiterin in Rezeption dort, war sehr schlecht und arrogant und sprach in einem Ton, der mir rassistisch vorbekommen oder fühlte ich so mich. Und während Annette nicht mitkommen und hätten mir beim Betreten der Bibliothek geholfen, hätte mein Besuch in der Bibliothek in eine schlechte Erinnerung in meinem Gedächtnis hinterlassen. Daher bin ich Annette für die schöne Erinnerung in Bibliotheken in Berlin sehr dankbar. Prima, okay. Also ich muss noch ergänzen, das Thema Bibliotheken, das war wirklich ein Thema, was von Wiedert kam, weil sie, als sie ihre Wohnung bekam in Charlottenburg, sind wir als erstes in die Bibliothek gegangen. Das ist auch noch die Ingeborg-Bachmann-Bibliothek. Und Ingeborg Bachmann ist auch so eine Autorin, die wir beide sehr lieben, mit der wir beide quasi aufgewachsen sind oder die wir schon lange lesen.
Und das war auch so ein Punkt, also der Name der Bibliothek und die Bibliothek selber. Und wir sind dann da reingegangen und haben gedacht, wir könnten jetzt eigentlich mal was über Bibliotheken machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Prima. Okay, dann lass uns die Texte hören. Wie gesagt, wenn du anfängst, vielleicht erst kurz etwas auf Arabisch, damit wir wissen, wie der Klang des Ganzen ist. Und Annika liest dann weiter in der Übersetzung. Ja, mache ich gerne. لك يا مكتبات في القلوب منازل شرقت وغربت وبقيت المكتبات المنزل الوحيد الذي لم يتخلى عني لقسوة الحياة في كل مكان كان هناك مكتبة ما أسند إليها حياتي المتداعية بتلك الدهشة التي بقيت طازجة حتى اليوم ولم يغيرها الزمن رافقت شريكتي أنيت لزيارة المكتبة الوطنية في برلين كان كل شيء كما عشته في الماضي حيث تتلاشى الاختلافات بين اللغات وتغدو كل لغة غريبة وطنا جميلا لقراء غرباء تختفي الحدود على الخرائط ولا يبقى إلا أسهر خطوات من عاشوا على هامش الحياة والأشياء رفقة كتبهم المفضلة. Danke. O Bibliotheken, ihr Häuser der Herzen, aus dem Arabischen übersetzt von Suleiman Taufik. Ich ging nach Osten und nach Westen. Die Bibliotheken blieben das einzige Heim, das mich in diesem grausamen Leben nicht im Stich ließ. Überall auf der Welt gibt es eine Bücherei, der ich mein ruiniertes Leben anvertrauen kann. Alles begann vor 17 Jahren, als ich zum ersten Mal die Bibliothek des Kulturzentrums im Azizia-Viertel von Aleppo besuchte. Ich war in Begleitung meines Lehrers, schüchtern und erwartungsvoll und fühlte mich wie auf dem Weg zu einem Rendezvous. Dieses Gefühl hat sich seither nicht verändert. Noch heute fühle ich mich so, wenn ich eine Bücherei betrete. Wie jüngst mit meiner deutschen Kollegin Annette Gröschner in der Staatsbibliothek zu Berlin. Alles war wie früher. Die Unterschiede zwischen den Sprachen verschwanden, jede einzelne Sprache schenkt fremden Lesern ein Zuhause. Grenzen verwischen, zurückbleiben die Spuren anonymer Leser, die sie am Rand ihrer Lieblingsbücher hinterlassen haben. In Bibliotheken, die viel älter sind als ihre Leser, verwandeln diese ihre Einsamkeit in Wälder, Quellen und Poesie. Die Bibliotheken hatten sich Krieg, Grausamkeit, Tyrannei, Migration und Exil widersetzt und waren trotz aller Verluste wieder auferstanden. Das schwere Erbe, das sie belastete, erlaubte ihnen gleichzeitig, das Leben auf den Füßen des Bewusstseins und des Wissens voranzutreiben. Während die Bibliotheken überlebten, zerstreuten sich ihre Leser mit ihren alten Erinnerungen in die Verbannung. In jeder fremden Stadt fiel aus ihrem Gedächtnis ein Satz, den sie auswendig kannten, weil sie Dauerbesucher in den Bibliotheken gewesen waren. Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Dieser Satz von Borges betritt mit mir die Staatsbibliothek zu Berlin, während Annettes Stimme mich zur Geschichte des alten Ortes führt, zum Efeu, der die Bibliotheksmauern erklimmt, zum Staub des Krieges, der frisch aussieht. Der Krieg, der zwischen den Buchseiten im neuen Lesesaal schläft. Etwas sagt dir, dass dem Ort ein Stück vom Himmel fehlt. Du schaust dich lange um und dann entdeckst du, dass die Bibliothek früher eine charmante Glaskuppel hatte, zerstört durch die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkrieges. Auch viele ihrer Abteilungen wurden zerstört. Ich kannte so etwas aus meiner Stadt Aleppo. In den Nachrichten hatte ich verfolgt, wie die Zentralbibliothek in den Bombenhagel geraten war. Das Personal hatte versucht, die Bücher zu schützen, indem man alle Fenster im Magazin mit Blech verbarrikadierte. In der Nähe der Zentralbibliothek von Aleppo verlief die Frontlinie zwischen der Opposition und den Truppen des Regimes. So lag der Ort in der Mitte zwischen beiden Lagern und musste die Beleidigungen der Soldaten beider Seiten ertragen, während er ihre Verzweiflung, ihrem Lachen und der Sehnsucht nach der Wärme ihrer Familie lauschte. An diesem Ort tauschten beide Seiten Kugeln, Granaten und Hass aus, unberührt davon, dass Zehntausende von Büchern hinter den Mauern lebten. Und nun hat der Ort auch noch die ausdauernde Auswanderung der meisten Lehrer. Und nun hat der Ort auch noch durch die andauernde Auswanderung die meisten Leser verloren.
damals, als ich die Bilder der Bibliothek in Aleppo sah, wie sie inmitten der Schlachten standhaft blieb, stellte ich mir für einen Moment vor, dass die Bücher der Stimme der griechischen Sängerin Syranouche lauschten, die sich inmitten der verfeindeten Kämpfer erhob. Auf dem Weg zur Bibliothek unter den Linden fiel feiner Schnee auf meinen roten Mantel. In der Dunkelheit der Februarnacht schienen die Schneeflocken die Bücher zu sein, die im Zweiten Weltkrieg aus der Bibliothek verschwunden waren. Und siehe da, sie beschlossen, in ihre Heimat zurückzukehren. Bücher sind manchmal wie Menschen. Und ich frage mich, ob sie genauso müde vom Exil sind. Die Bücher fallen vom Himmel, sie kehren zurück von einer langen Reise, die während des Weltkrieges begann, als die Bücher auf mehr als 30 Orte verteilt wurden, in Minen, Kirchen und Schlössern. Einige dieser Bücher kamen zurück, der Rest wurde in zahlreichen europäischen Ländern verteilt. Es gelang ihnen, die Grenze ohne Pass zu passieren. Ich schaue zum Himmel, ich sehe Bücher fallen, sie sind müde vom Auswandern. Die Bücher fallen über meinen Kopf wie weiße Schneeflocken, Licht vom schweren Erbe des Exils und des Krieges. Annette und ich gehen durch die Bibliothek. In einem alten Korridor erzählt sie mir von ihren Studienjahren und von der Sehnsucht, unserem gemeinsamen Schicksal in diesem Leben. Ich erinnere mich an den schmalen Flur in der Bibliothek von Aleppo. Vor den Büchern dort stehen immer noch meine Schatten und der meines Lehrers. Ich frage ihn nach bestimmten Werken in der Ecke und er antwortet, das seien wunderbare Psychologiebücher. Wir gehen in den Lesesaal im obersten Stockwerk über die schmale Wendeltreppe. Sie ist zu eng für zwei Personen, so geht er vor und ich folge ihm. Ich horche auf seinen Atem und den Atem von Tausenden von Lesern, die einmal dort gewesen waren. Annette geht auf den Balkon mit Blick auf den Lesesaal, betrachtet den Ort und versinkt in Schweigen. Wir überlassen es der Bibliothek, unser Schicksal zum Gedächtnis zu führen. Jahrelang durchstreifte die Stille diese Bibliothek. Ihre Kuppeln, die Dächer, die Fenster und die Türen waren durch den Beschuss zu Ruinen geworden. Nur Bachs, Mozarts und Beethovens Musik tröstete den Raum, der viele Originalhandschriften dieser Komponisten enthielt. Eine Musik, die die Leere erfüllte, so wie ich mir die Stimme von Syranouche in der Nationalbibliothek von Aleppo vorgestellt hatte. Nach offiziellen Statistiken verlor die Bibliothek in Berlin etwa 800.000 Bücher. Solche Verluste sind anscheinend das Schicksal von Bibliotheken auf der ganzen Welt. Im Jahr 1400 griff Tamerlan Aleppo an. Dadurch verlor die Stadt ihre schon damals großen Bibliotheken mit wertvollen und seltenen Manuskripten. Im jetzigen Krieg wiederholt sich die Katastrophe. Dennoch kehren Bücher, wenn sie können, in ihre Heimat zurück. Wie vor Jahren der berühmte Berliner Atlas. Ich berühre die Bücher in der Berliner Bibliothek liebevoll wie die Bücher von Aleppo. Ich küsse den Buchrücken eines sehr alten Buches. Ich glaube, dass mein Kuss eines Tages in einer Bibliothek von Aleppo ankommen wird. Manchmal stelle ich mir einen Dialog mit einer imaginären Tochter vor. Mutter, an welchem Ort fühltest du dich sicher, als die Immigration dein Land und dein Leben verschluckt hat? In den Bibliotheken, antworte ich zärtlich. Sie beherbergen Herzen in ihren Häusern, wie ein Dichter vor mehr als 100 Jahren einmal sagte. Vielen Dank an euch beide. Wieder dieses Thema der Grenzenlosigkeit, aber auch die Verschränkung von Zeitebenen und die Verschränkung der Orte. Ist etwas, was einfach wunderbar dargestellt ist in diesem Text. Und natürlich passiert das in einer Bibliothek, also in einem Ort, ja, in dem der Geist und die Vorstellungskraft die größte Macht hat. Dieses Thema der Grenzenlosigkeit und dann aber auch das Thema der Zerstörung durch Krieg ist auch in Annettes Text aufgegriffen. Annette, wenn wir den gleich erstmal noch dazu hören können, dann können wir über beide gleichzeitig sprechen. Ja. Die Giftschränke unseres Wissens. Ich habe eine Schwäche für Bibliotheken, selbst für meine eigene, obwohl das nicht wirklich eine Bibliothek ist, eher eine Ansammlung von Büchern. Als ich vor 4 Jahren aus meiner Wohnung flog und in eine nicht nur kleinere, sondern vor allem für den Stauraum fatal niedrigere Wohnung ziehen musste, schwor ich mir, dass kein Buch darunter leiden sollte. Ich habe sie alle mitgenommen
Und selbst die, die ich wegschmiss, weil sie kaputt, unbrauchbar, grauenhaft schlecht oder nicht mehr lesbar waren, hat mein Freund aus der blauen Tonne wieder herausgeholt und zurück in die Wohnung getragen. Ihm sind Bücher noch heiliger als mir. Dabei können wir in der Wohnung kaum gehen, ohne gegen einen Stapel Bücher zu stoßen. Der Stapel auf dem Nachttisch neben meinem Bett ist inzwischen so hoch, dass ich um mein Leben fürchten muss, wenn ich nachts in Albträumen um mich schlage. Bücher sind Arbeit und Vergnügen zugleich. Als ich anfing, Germanistik zu studieren, machte ich das, weil ich einen Beruf suchte, bei dem ich ungestört lesen könnte, um später zu schreiben. Bibliothekarin fiel aus, weil die sich während der Arbeit nicht beim Lesen erwischen lassen durften. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Da, wo ich herkam, war für viele Lesen eine Krankheit. Ich habe mir dafür mein erstes und letztes blaues Auge geholt, von einem Liebhaber, der auf Bücher eifersüchtig war und mich traf. Aber Bücher waren zu der Zeit noch viel wert, vor allem die verbotenen, und ich habe von dem Hochhaus, in dem ich wohnte, immer ein Auge auf die Mülltonnen der Bibliothek gehabt, in denen sich Schätze finden ließen. Vor allem Schallplatten und Bücher von in den Westen ausgereisten, die ausgesondert worden waren. Später wurde, was nicht in der Bibliothek stand, auf verschlungenen Wegen besorgt und das Wichtigste mit Schreibmaschine mit 5 Durchschlägen abgeschrieben. Dabei war meine erste Bekanntschaft mit der öffentlichen Bibliothek eine eher enttäuschende. Ich war in der 2. Klasse. Wir gingen mit der Schule hin und wurden klassenweise aufgenommen. Die Regale der Bibliothek waren in Altersklassen aufgeteilt, gelb, rot und blau. Ich habe vergessen, welche Farbe für welches Alter stand. Man bekam am Anfang ein Leseheftchen, in das man alle ausgeliehenen Bücher eintragen sollte. Hinten im Heft gab es die Möglichkeit, ein paar Sätze darüber loszuwerden. Am Anfang war ich eifrig, fand jedes Buch interessant, aber bald hatte ich alle für mich relevanten Bücher meiner Altersgruppe gelesen und wollte die Bücher der nächsthöheren Altersgruppe ausleihen. Das aber verbot die Bibliothekarin. Wer 10 war, durfte nicht Bücher für 11-Jährige lesen. Ich ging nicht mehr hin, sondern las die Bücher aus den Regalen meiner Eltern und Großeltern. Vor allem die Kriegsbücher aus den Regalen meines Großvaters hatten es mir angetan. Erst in Berlin entdeckte ich mein Herz für Bibliotheken neu. 4 Jahre habe ich im Refugium der labyrinthischen Germanistikbibliothek der Humboldt-Universität sitzend auf die Ruine am anderen Ufer des Kupfergrabens geschaut, von der ein Hauch von Rom oder Griechenland ausging. Das neue Museum war nach den großen Bombenangriffen von November 1943 und Februar 1945 ausgebrannt, die linke Seite fast vollständig vernichtet, aus dem Gemäuer wuchsen Birken und Essigbäume. Einschüsse von Maschinengewehren zogen sich an der Fassade entlang. Auch die Fronten des Hauses, in dem sich die Bibliothek befand, waren durchlöchert von Maschinengewehrschüssen. Es schien damals, als wollte der Nachkrieg sich unendlich hinziehen, die Zeit nicht vergehen. In seiner Versehrtheit strahlte das neue Museum Würde und Agonie gleichzeitig aus. Die vergoldeten Kupferbuchstaben unter dem Giebelfries waren wie durch ein Wunder vollzählig geblieben. Artem non odit, nisi ignarus. Nur der Unwissende verachtet die Kunst. Die Natur holte sich Jahr für Jahr mehr Terrain zurück und das in Sumpf und Sand getriebene Fundament drohte nachzugeben. Erst im Nachhinein weiß ich, dass das der ideale Arbeitsplatz war. Abgeschieden, es fanden nur Eingeweihte den Weg in diesen Raum, mit einer Kulisse, die von den alltäglichen Zumutungen ablenkte. Ein Ort zum Nachdenken, jenseits der Hektik. So einen Platz wünsche ich mir heute mehr denn je. Die Bibliothek der Germanistik der Humboldt-Universität ist seit vielen Jahren in einem Souterrain am Hegelplatz untergebracht. Ein einzig und allein pragmatischer Ort. Kein Ort zum Verweilen. Weitere Bibliotheken, die in den 80er Jahren mein Schreiben beeinflussten, die Bibliothek des Goethe-Institutes in Warschau, die Ostdeutsche eigentlich nicht betreten durften, die Giftabteilung der Deutschen Bücherei in Leipzig, in die man nur mit halbamtlichen Schreiben kam. Ich las die feministische Literatur von Erika Reh, Sixus und Bovenschen dort und der Lesesaal der Naturwissenschaften der Staatsbibliothek unter den Linden, weil er immer leer war und niemand einen störte, wenn man die Bücher las, die nicht ausleihbar waren. Es war 40 Jahre nach dem Krieg, aber der Krieg war immer noch präsent dort. Universitätsbibliothek und Staatsbibliothek mussten sich den Raum teilen,
Die Mitte des Gebäudeblocks war eine Leerstelle. Der Hauptlesesaal war zerbombt und nicht wieder aufgebaut worden. In den Registerschränken und auf den Leitzetteln lebten Krieg und Nachkrieg fort. Viele der bestellten Bücher bekam man nicht. Der Kalte Krieg wirkte sich auch auf die Bibliotheken aus. Es gab die Stabi Ost und die Stabi West und oft waren die bestellten Bücher auf der jeweils anderen Seite. Statt dies zu benennen, zeigte der Stempel auf dem Leitzettel als Grund. Vermisst, Sonderstandort, zurzeit nicht am Standort, Kriegsverlust. Die Worte auf den Stempeln versuchte ich zusammen mit den Bibliothekarinnen, die schon in den 80ern unter den Linden gearbeitet hatten, zu rekonstruieren, als ich mit Widert an einem Abend zu Beginn des Jahres 2019 in die Staatsbibliothek ging. Widert hatte die Bibliothek als Thema vorgeschlagen, weil ihre Bibliothek in Aleppo Ziel des Krieges geworden war. Wir brauchten über eine Stunde, ehe wir den Lesesaal betreten konnten. Abgesehen davon, dass mein Ausweis abgelaufen war und in einem komplizierten bürokratischen Verfahren verlängert werden musste, wurde Widert wie ein Eindringling behandelt. Unfreundlich, ja barsch, wies die Bibliothekarin darauf hin, dass es Jahreskarten nicht für jede gebe. Man muss sich durch Vorlage eines amtlich beglaubigten Personendokuments für die Nutzung der Bibliotheksbestände legitimieren. Widerts Aufenthaltstitel war für die Angestellte nicht ausreichend, um sie als Vollnutzerin zuzulassen. Widert bekam nur eine Karte für einen Monat. Die Frau war genervt von uns. Wir machten Arbeit. Wir wiederum fühlten uns nicht erwünscht. Überall auf der Welt werden grandiose neue Bibliotheken errichtet. In Riga und Astana, in Paris, Helsinki, Alexandria und Amsterdam, in die jeder hineinspazieren, wo jede lesen kann. Nur in der Staatsbibliothek zu Berlin ist es ein Privileg. Soll es offenbar eins sein. Doch als wir endlich im Gebäude waren, war es schön. Wir liefen durch die neuen Säle, schauten uns die Kunstwerke an den Wänden an, streiften durch die Gänge mit den Regalen und Widert erzählte leise, um die Lesenden nicht zu stören, von der Bibliothek von Aleppo und wie sie geschützt wurde vor den Granaten. Im Grunde genommen wirkt der Krieg, der vor vielen Jahren beendet wurde, in der Staatsbibliothek bis heute nicht nur, weil Bestände unrettbar verloren gingen. 20 Jahre lang war der Eingang unter den Linden wegen Umbaus gesperrt. Und man fragt sich, warum es in der heutigen Zeit in Berlin so lange dauert, bis die Bibliotheken in den Zustand des 21. Jahrhunderts versetzt sind, als Orte des Wissens und der Begegnung, als Orte mit geringer Schwelle für Menschen ohne Einkommen, als Orte, an denen nicht konsumiert werden muss, sondern wo es nichts kostet, etwas Unschätzbares zu erwerben, in dem Fall Wissen und Bildung. Vielen Dank, Annette. Also in euren beiden Texten ist ja diese Vermischung von der Erzählung des eigenen Lebens, also der Biografie über Bibliothekserfahrungen, Bibliotheksbesuche, und auf der anderen Seite dieses Bewusstsein von Geschichte, also von der weiteren Geschichte, nicht nur der persönlichen, auch wieder festgemacht an diesem Kernpunkt der Bibliothek, entweder als Widerstandselement oder als Ort, der impliziert ist in die Kriege. Wie passt für euch dieses Persönliche und dieses weitergreifende geschichtliche Blick auf die Bibliotheken? Was ist da für euch wichtig? Wie funktioniert das für euch? Eigentlich, ich kann jetzt ich gehöre einer konservativen Familie und einer verschlossenen Gesellschaft. Lesen und Schreiben war für mich wie eine kleine Rebellion gegen die Bräuche und Traditionen meiner Familie und Gesellschaft. Aber in meiner großen Familie in Syrien gab es keinen Platz für Privatsphäre oder Individualität. Und das Haus der Familie für mich war nicht ohne Besucher. Verwandte kamen immer aus dem Dorf und verbrachten Wochen bei uns. Und suchte immer ich über ein Privatraum oder ein Zimmer Privatsphäre für mich.
Ich habe in die wenigen Bibliotheken in Aleppo einen privaten oder persönlichen Raum für mich gefunden, eine Welt weit weg von meiner Familie und Gesellschaft. Dort zwischen den Büchern fühlte ich mich frei und näher an den Welten, von denen ich träumte immer, und natürlich fern von meiner geschlossenen Realität. In die Bibliotheken, die Bücher hätten mir geholfen, mich selbst zu verstehen als Frau, als Mensch, und auch meine verstehen auch meine Einsamkeit, meine Träume, meine ständige Sehnsucht nach Freiheiten als Frau in meiner verschlossenen Gesellschaft. Aber auch, ich kann sagen, in Bibliotheken kümmert sich niemand um deine Identität, um deine Religion, aus welchem Land du kommst. Das ist sehr wichtig. Man in den Bibliotheken hat das Gefühl, ja, ich bin frei und kümmert nicht sich über etwas. Also habe ich mich in Bibliotheken in Syrien oder hier in Berlin immer sicher gefühlt. Und für mich, das ist, war sehr wichtig, half mir sehr. Es gab auch Bücher aus verschiedenen Kulturen und Gesellschaften, und das macht man die Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen und Kulturen akzeptieren, ob sexueller oder kultureller oder sozialer oder sprachlicher, sogar politischer Unterschiede. Das ist sehr wichtig. Und ich habe immer in Bibliotheken die Leute getroffen, die Ideen meiner unterschiedlichen oder verschiedenen Ideen akzeptieren. Das ist sehr wichtig. Wesen, eigentlich in den Bibliotheken gibt es immer Wesen, und das ist sehr wichtig für die Leute. Annette, dieses Prinzip der Freiheit und der gegenseitigen Anerkennung, das ist bestimmt etwas, was dir auch nahe liegt. Ja, ich bin auch immer schon seit vielen Jahren eine Kritikerin davon, dass in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht in Bibliotheken investiert worden ist. Erst jetzt, seit so 4-5 Jahren, ist es so, dass wieder öffentliche Bibliotheken auch gefördert werden und ein neues System gesucht wird, um einfach mehr Leute wieder in die Bibliotheken zu holen und dass sie dort auch arbeiten können, weil der Wohnraum wird knapp und die Leute sind sehr eng wieder aufeinander und sie brauchen diese Räume auch, um in Ruhe lesen zu können. Und das wurde eben viele, viele Jahre vernachlässigt. Und für mich ist es immer noch so ein Punkt, der mich wahnsinnig ärgert, dass also in der Mitte der Stadt, wo einfach ein Ort gewesen wäre, keine Bibliothek gebaut worden ist, sondern ein Schloss, was eigentlich überhaupt niemand braucht und wo sehr zweifelhafte Artefakte ausgestellt werden. Man hätte dort auch eine wunderbare Bibliothek, am liebsten, finde ich, mit einem Schwimmbad unten einbauen können, so als so eine Replik an die sozialdemokratischen Anfänge im 19. Jahrhundert, als man nämlich in Deutschland immer die Bibliotheken zusammen mit Badeanstalten gebaut hat, damit die Leute sich sozusagen den Körper waschen konnten und quasi den Kopf frei machen konnten. Und diese Verbindung von beiden finde ich immer noch großartig. Und deswegen ärgert es mich so, dass so ein wichtiger Raum in der Stadt eben nicht dafür genutzt worden ist. Und aber vielleicht kann man es ja irgendwann nochmal umnutzen. Also ich finde schon, dass es einfach diese Bibliotheken braucht, auch als offenen Ort, wo jeder rein kann. Also ich erinnere mich, ich habe eine Weile in Paris gelebt und im Centre Georges Pompidou konnten eben alle in diese Bibliothek gehen. Und da gab es eben immer vorne am Anfang die Obdachlosen, die dort gesessen haben und gelesen haben. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Geschichte, dass eben wirklich auch so ein Bibliotheken ein Ort sind, wo sehr viele verschiedene Menschen hinkommen, ja, und auch sehr viele, die eben ja quasi von zu Hause her nicht so viele Möglichkeiten haben, um zu lesen, also wo es keine großen Bibliotheken gibt, aber wo es eine Bibliothekarin gibt, die einen sagt, lies das oder guck mal, vielleicht ist das interessant für dich, und das ist mir wahnsinnig wichtig, und das kann noch verbessert werden. Ja. Also in diesem Sinne ist die Bibliothek ein Ort des Zuhauses auch und ein Ort, wo jeder Lesende willkommen ist, jeder Lesende sich wohlfühlen kann. Eigentlich, ich würde etwas sagen,
Annette interessierte sich sehr für den Archivieren und historischen Aspekte der Bibliotheken. Und das ließ mich eigentlich erkennen, wie wichtig es für mich oder für die Autoren ist, sich während des literarischen Schreibens um das Archiv zu kommieren und auch nach Quellen zu suchen. Und ja, ich kann sagen auch, ich bin dankbar für Annette. Genau, also ja, die Schätze der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Und in diesem Sinne gibt es vielleicht auch Parallelen von in diesem Sinne des Zuhause-Seins, des Freiseins, gibt es vielleicht auch Parallelen zu dem Gefühl, dass ihr Berlin gegenüber habt? Ich glaube, Annika wollte was sagen. Annika. Ja, ich wollte nur ganz kurz noch etwas anfügen, was mich so beeindruckt hat, und zwar nicht nur bei Bidat, sondern auch bei sehr vielen der anderen, vor allen Dingen arabischsprachigen ExilautorInnen, ist diese ziemlich umfassende Bildung von Lektüre von deutscher und auch europäischer Gegenwartsliteratur. Also in den Bibliotheken in Aleppo und in den anderen Städten gibt es Gegenwartsliteratur, europäische Gegenwartsliteratur in Übersetzungen. Und wir, also jetzt spreche ich mal nur für mich, aber ich kannte bis vor 5 Jahren fast überhaupt keine arabische Gegenwartsliteratur. Und es ist sehr, sehr schwer, die überhaupt zu finden in den deutschen Bibliotheken. Und das, diese Diskrepanz, wenn ich am Anfangs mit jemand wie mit Vidat gesprochen hat und sie also mir über Ingeborg Bachmann und andere AutorInnen in einer Differenziertheit erzählt hat, dachte ich, ich habe mich so in Grund und Boden geschämt, dass sozusagen ich überhaupt nicht einen gegenwärtigen Namen nennen konnte, mit dem ich mich auch nur im Ansatz so beschäftigt hatte. Das wollte ich nur noch mal erzählen. Es gibt auch eine Geschichte auf weiterschreiben.jetzt von Bach, von Vidat Nabi, über die sich mit Ingeborg Bachmann beschäftigt. Aber diese Bildung, die Vidat zusätzlich zu diesem Ganzen, was du dort an Privatsphäre gefunden hast, ist eben auch eine sehr beeindruckende Bildung von westlicher Literatur. Ich möchte auch noch daran erinnern, dass wir 2017, als wir angefangen haben mit Weiterschreiben, uns in einer arabischen Bibliothek getroffen haben, die auf dem Dach eines Geflüchtetenheims war, die quasi von den Leuten dort angelegt worden ist und die jetzt auch in der Stadtbibliothek ist. Die existiert also noch? Die existiert noch, und das sind aber sozusagen ganz, ganz wichtig arabische Bücher. Also das ist die einzige arabische Bibliothek in Deutschland. Aber die Übersetzungen lassen immer noch auf sich warten. Also bei Weiterschreiben, die Hälfte der AutorInnen ungefähr haben jetzt erste Bücher im Deutschen, haben deutsche Verlage gefunden, aber die AutorInnen, die noch in den Kriegs- und Krisengebieten oder auch in anderen arabischsprachigen Ländern wohnen, die ÜbersetzerInnen, die dauernd versuchen, diese Schätze an Literatur an die deutschen Verlage zu bringen, die rennen da gegen Wände immer noch. Das ist mit der persischen Gegenwartsliteratur genauso. Also da sind zwei riesige Literaturtraditionen, die wir uns noch überhaupt nicht erschlossen haben. Okay, ich ein Blick auf die Zeit. Ich möchte jetzt gern die Zuhörer und Zuhörerinnen auffordern, wenn sie Fragen haben, bitte in den Chat schreiben. Und ich lasse Ihnen da jetzt ein paar Minuten Zeit. In der Zwischenzeit würde ich gerne Annette und Vidat bitten, von ihrem Folgeprojekt was zu erzählen. Also dieses Weiterschreiben war die Möglichkeit für euch kennenzulernen, miteinander zu arbeiten. Und Annette, du hast dann ein Folgeprojekt auf die Beine gestellt, wo Vidat auch wieder mit dabei ist. Es geht um die Kantstraße. Annette, wenn du darüber etwas erzählst, dann wäre ich dir dankbar. Ich versuche in der Zwischenzeit, meinen Screen zu sharen. Ja, es ist nicht in dem Sinne ein Folgeprojekt. Das Folgeprojekt, was wir noch hatten, war auch ein sehr schönes Projekt, Mapping Berlin-Damaskus, wo wir so nach Orten gesucht haben in Berlin, die was
mit Damaskus oder Aleppo zu tun haben. Und das Projekt, von dem ich jetzt kurz was erzähle, ist eigentlich ein ganz normales Projekt, eins der Projekte, die ich gemacht habe und wo ich dann Widat und ihren Mann Mohamed Dibo eingeladen habe, auch etwas beizutragen. Und zwar heißt das Projekt Die Kant, Text, Kunst, Straße. Und zwar, das ist ein Projekt im Regionalmuseum Charlottenburg in Berlin, Villa Oppenheim, wo wir uns mit der Kantstraße auseinandersetzen. Und ich habe das zusammen kuratiert mit einer Bildhauerin, mit Ina Weber. Und wir haben verschiedenste Leute eingeladen, sich mit dieser Straße auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Kantstraße kennt. Das ist so die kleine, etwas schmuddelige Schwester des Kuhdamms in Charlottenburg. Eine Straße, die sich sehr heftig verändert, immer wieder, und die sehr international ist und die es zu Berühmtheit gebracht hat, weil der berühmte Soziologe, der amerikanische Soziologe Richard Sennett, sie als so ein Ideal einer Straße erkoren hat, in der jeder so leben kann, wie er möchte. Und ich habe gedacht, okay, ich frage Widat und ihren Mann, ob sie das bestätigen können, also ob sie über die Straße gehen und sich mit der Straße beschäftigen und ob die Straße wirklich so ist, dass man sich nicht fremd vorkommt, auch wenn man nicht in Berlin geboren ist. Und was ja in vielen Straßen der Stadt so ist, dass es gibt so eine, ja, quasi eine Bevölkerung, die da schon lange wohnt und die alle, die irgendwie fremd aussehen, nicht reinlässt oder sie doch mit Ressentiments begleitet. Und Widat und ihr Mann haben dann, sind dann viele, viele Tage über die Straße gegangen und haben sie erkundet und haben dann Texte geschrieben. Ja, vielleicht können wir gleich mal reinhören in einen dieser Texte. Widat? Vielleicht kannst du dann das nächste Bild zeigen, dann können wir das noch zeigen. Also das ist, ja, es gibt so Texte, die in die Fenster geklebt sind, so Sätze über die Straße. Und es gibt sehr viele Künstler, die sich mit der Straße auseinandergesetzt haben. Vielleicht kannst du noch weitergehen, dann können wir zu dem Text von Widat. Ja, das ist so ein Überblick über den Raum, in dem das stattfindet. Und auch mit den unterschiedlichen Formen, also Installation, Foto, Malerei und Text. Und das nächste Bild. Ja. Noch eins? Ja, das sind alle Bilder, die ich habe. Ach, ja. Dann ist das von Widat jetzt gar nicht dabei. Widats Text ist an die Wand gebeamt worden, und zwar in Deutsch und in Arabisch, weil wir auch wollten, dass diese beiden Sprachen dort zu sehen sind, weil es eben auch ein sehr unterschiedliches Publikum ist, was in die Ausstellung kommt. Und wir auch hoffen, dass dabei Leute sind, die Arabisch verstehen. Ja, vielleicht wieder liest du. Ich werde einen kurzen Text auf Arabisch lesen. طريق الحرير يمر من كانت شتراسة. حين مررت وشريكي أمام متجر المعجنات. Zeit verbrot, لفت نظرنا الواجهة الزجاجية العريضة والتي يزهر خلفها أنواع عديدة من المخبوزات. لكن ما قادني إلى الداخل كانت حاسة الشم لدي. فرائحة القرفة أعادتني للحظات قصيرة إلى حلب. حين كانت تفوح رائحتها القوية من أمام محل الحلويات هناك خاصة أطباق المامونية المرشوشة بالقرفة أو صحون الرز بالحليب. كانت رائحة القرفة تملأ البيت صباحا حين تضع أمي عودا من القرفة مع الشاي وتقدمه في كؤوس بلورية شفافة للضيوف. اشتريت فطيرة تفاح بالقرفة. جلست مع شريكي وتناولتها وأنا أتتبع الرائحة من برلين إلى حلب كأنني أمر بكل مسارات طريق الحرير.
كانت القرفة تصل إلى حلب الواقعة على طريق الحرير من الصين وأفريقيا متجاوزة المخاطر والأهوال الشديدة. حين خرجنا وعلى بعد أمتار قليلة كانت المطاعم الصينية والتايلاندية والعربية والأسيوية. شعرت لوهلة إنني أسير في مسارات طريق الحرير قبل 3000 عام من الصين إلى حلب. Dankeschön. Und ich lese jetzt die Übersetzung von Suleiman Taufik. Die Seidenstraße führt durch die Kantstraße. Als mein Mann und ich an der Bäckerei Zeit für Brot vorbeikamen, zog uns das breite Schaufenster mit den Backwaren an. Was mich hineinführte, war mein Geruchssinn. Der starke Duft von Zimt, der von den Süßwaren ausging, entführte mich für einige Augenblicke zurück nach Aleppo, zu den mit Zimt bestreuten Mamunia-Gerichten oder dem Milchreis. Duft von Zimt erfüllte morgens das Haus, wenn meine Mutter Tee kochte und ihn in Kristallgläsern den Gästen servierte. Ich kaufte mir einen Apfelzimtkuchen und setzte mich mit meinem Mann zum Essen hin, während ich dem Duft von Berlin nach Aleppo folgte. Aleppo liegt an der Seidenstraße und der Zimt kommt aus China und Afrika. Durch die Berliner Kantstraße geht eine neue Seidenstraße. Sie fängt an, wo der iranische Laden Gewürze, Töpferwaren und Figuren aus der Zeit des alten Persiens ausstellt. Sie geht weiter zum arabischen Falafel-Restaurant Al-Saim. Nicht weit davon entfernt riecht es aus dem türkischen Café nach Wasserpfeifentabak. Dann steigt einem der Duft von Rührei, Pfannkuchen, gekochtem Reis mit Fisch, Tofu, Zwiebeln und Korianderbrühe, Speck, Steaks und Suppen aus französischen, thailändischen, türkischen, arabischen, iranischen, asiatischen, chinesisch-vietnamesischen Restaurants in die Nase. Für einen Moment fühle ich mich, als ginge ich vor 3000 Jahren auf den Pfaden der Seidenstraße von China nach Aleppo. Vielen Dank. Also diese Mischung der Kulturen, die Mischung der Gerüche, das ist beinahe, jetzt habe ich richtig Hunger gekriegt. Das ist so, ja, ganz, ganz direkt, da kann man das nachempfinden. Ne? Eigentlich, Annette hat einmal in einem gemeinsamen Text über Berlin geschrieben, sie hat geschrieben, Berlin ist zu einer Arche Noah geworden. Und für mich, das ist der beste Wortsatz, man kann Berlin so beschreiben. Ja, sie ist eine Arche Noah geworden jetzt. Viele Künstler, Schriftsteller und Transgender, Frauen fluchten, alle fluchten in dieser Welt offener Stadt und finden hier Freiheit und Sicherheit. Prima, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem, von den Zuhörern und Zuhörerinnen? Also im Chat steht im Moment nichts. Wenn jemand eine Frage direkt stellen will, ist das auch durchaus möglich. Wenn nicht, würde ich gern Annika nochmal das Wort geben. Annika, kannst du vielleicht auch etwas erzählen darüber, was Weiterschreiben jetzt in der Zukunft noch vorhat? Ja, gerne. Wir haben Weiterschreiben jetzt auch in andere Länder getragen. Also wir haben letztes Jahr angefangen in der Schweiz. Weiterschreiben haben wir in der Schweiz gegründet. Denn dort sieht es noch düsterer aus als in Deutschland, was die sozusagen die Wahrnehmung der migrantischen Literaturen anbelangt. Also es gibt dort diesen Satz der fünften Landessprachen, die jetzt politisch eben eine andere Rolle spielen sollen. Und da sind wir mit Weiterschreiben eben in die Schweiz gegangen. Wir haben auch Anfang letzten Jahres Weiterschreiben Afghanistan gegründet, und zwar in Afghanistan. Wir haben ein Projekt gegründet, Untold Weiterschreiben Afghanistan, zusammen mit einer englischen Initiative und der KfW-Stiftung, die mit afghanischen AutorInnen zusammenarbeitet und Texte von ihnen veröffentlicht und Briefwechsel. Also wir arbeiten bei Weiterschreiben oft auch mit diesem Briefwechselgenre. Und das war dann ziemlich dramatisch. Die Briefwechsel fingen vor der Machtübernahme der Taliban an und gingen dann über die
unterschiedlichsten Fluchtversuche hinaus, bis eine der Autorinnen nach Rom gekommen ist. Das ist ein Brief, der jetzt in dem nächsten Spiegel erscheinen wird, den ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen kann, von Batul, ist ein Pseudonym einer afghanischen Autorin. Diese afghanisches Weiterschreiben geht weiter, also wir arbeiten weiter mit diesem Pool von 100 Autorinnen zusammen, von denen 80 inzwischen geflohen sind, sind nur noch 20 in Afghanistan, 80 sind über die ganze Welt verteilt und überhaupt nicht sicherer oder wenig sicherer als in Afghanistan. Und wir haben jetzt Anfang, Ende des Jahres ein Projekt gestartet mit dem Auswärtigen Amt, wo wir in Kriegs- und Krisengebiete gehen und Autorinnen und Autoren, also wir fokussieren meistens auf die weiblichen Autorinnen, dort eben das Weiterschreiben ermöglichen und auch dem hiesigen Literatur ermöglichen, Literaturen zum Beispiel aus Angola, von denen wir auch überhaupt keine Ahnung haben, oder Burkina Faso. Jetzt natürlich auch gehen wir nach Belarus, aber die Autorinnen, die noch in Belarus sind, Teile, mit denen wir jetzt arbeiten, sind auch schon wieder geflohen. Also da ist viel Bewegung drin, leider, muss man sagen. Jedenfalls erweitern wir dieses Literaturportal und konzentrieren uns nicht mehr nur auf die AutorInnen, die in Deutschland im Exil sind, sondern eben auch auf jene, die ihr Land vielleicht nicht verlassen können. Eine abschließende Frage muss ich jetzt einfach noch stellen. Welche Rolle spielen die Übersetzer dabei? Ja, eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also wir haben anfangs über die ÜbersetzerInnen die besten Tipps auch von AutorInnen bekommen. Die kannten die Autorinnen, die geflohen waren. Es war ja teilweise sehr, sehr schwer, die überhaupt ausfindig zu machen. Also wir haben zum Beispiel einen jemenitischen Autor, Jalal al-Ahmadi, dabei. Der hat zwei der großen arabischsprachigen Literaturpreise gewonnen und den kannte niemand hier. Ja, so die syrische Community durch dieses Archenoa-Motiv, was Widat gerade gesagt hat, die ist sehr gut vernetzt. Da sind wir dann relativ schnell auch an die AutorInnen gekommen, aber andere finden wir über die ÜbersetzerInnen und die haben eine unglaublich nachhaltige und sehr mühsame Arbeit gemacht die letzten Jahre, wo es eben gerade für arabischsprachige Literatur kaum einen Markt oder kaum Interesse gab. Das ändert sich jetzt zum Glück. Ich danke euch allen dreien ganz, ganz herzlich. Zum Abschied oder zum Abschluss besser möchte ich noch einmal auf den Wettbewerb hinweisen. Habe ich das jetzt auf Screenshare? Oder nicht? Noch nicht. Noch nicht. Aha, gut, da muss ich hier wieder raus. Das möchte ich aber kurz noch einmal zeigen. So. Okay, aber jetzt, ja. Also hier ist noch einmal der Blick auf den Wettbewerb, der im Moment noch läuft und Einsendung bis zum 6. Es geht um das Thema Zusammen, Together Across Cultures. Aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen vielen, vielen herzlichen Dank an meine drei Gäste. Prima.